Vor 3 Jahren ungefähr haben wir begonnen, gemeinsam Austria Wien und das Team dieses Projekt konkret zu machen. Ich freue mich, dass dieses Buch und dieses Projekt so aufgegangen ist, wie wir das vorhatten, nämlich eine Verbindung zu schließen zwischen dem Fußball, der ja ein starkes Eigenleben hat, aber auch der Welt außerhalb des Stadions, von der ja der Fußball auch lebt und der Fußball große Impulse aussendet. Eine Stadtgeschichte, eine Fußballgeschichte, eine Geschichte des Vereins und eine politisch-ideologische Geschichte, die große und interessante und teilweise wirklich neue Einblicke und Verständnisse ermöglicht in das Wirken derartiger totalitärer Systeme, wie es damals 38 bis 45 in Wien geherrscht hat. Als Generalsekretärin des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus war dieses Gedenkjahr natürlich jetzt für uns ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Und ich glaube, selbst wenn der Schritt zur kritischen Selbsterforschung relativ spät erfolgt ist, es kann nie zu spät sein, und diese Resultate hier zu präsentieren, ist wirklich im Gedenkjahr ein wichtiger Schritt, weil Fußball ist ein extrem wichtiger gesellschaftlicher Faktor, und man sagt sehr oft, naja, was hat Fußball mit Politik zu tun? Fußball ist sogar zutiefst politisch, weil dieser Sport Menschen begeistert, sie zu Fangemeinschaften zusammenbringt, und es zeigt einfach, was für Haltungen man im Leben hat. Und hier sieht man, wer Einfluss hat, trägt eben auch Verantwortung, und dieser Verantwortung hat sich die Austria wirklich gestellt, und Vorbildwirkung ist hier verpflichtend. Fakt ist, wenn Zeitzeugen nicht mehr da sind, muss man das Gedenken und die Verantwortung, die man als Verein oder auch als Organisation hat, zu übernehmen, in anderer Form machen. Und dieses Buch, das uns heute vorliegt, ist so eines, wo man wirklich sagt, was damals passiert ist, um in der Hoffnung immer aus Geschichte lernen zu können. Das Hauptziel der Austria ist, sportlich erfolgreich zu sein. Aber wir alle wissen, dass alle Organisationen dieses Landes sozusagen irgendwann einmal in der Geiselhaft der Geschichte waren. Und jetzt gibt es da 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, man sagt, naja, da redet man nichts drüber. Und die andere Möglichkeit, und das ist der Weg, den die Austria begangen hat, ist der, dass man sagt, ja, wir stellen uns allen Fragen, die es da gegeben hat, und allen Epochen. Und das ist eigentlich der imponierende und das ist der richtige Weg. Wir alle sollten stolz sein auf die Art, in der die Austria Wien mit der Geschichte umgeht. Danke.